Zeit bauen wir hier den Nebenarm der Isar. Das Teilprojekt 5 in Landau ist Baustein zum Live-Projekt des Wasserwirtschaftsamtes, das wir zusammen mit der Regierung von Niederbayern, höhere Naturschutzbehörde, durchführen. Hier werden wir auf gut 1,5 Kilometern die Isar renaturieren. Wir bauen einen neuen Isar-Seitenarm, haben als Nebenbaustellen auch noch diverse Wiesenmaßnahmen, wo wir naturschutzfachlich hochwertige Wiesen herstellen und aber auch in Teilbereichen sehr viel Wald anlegen werden, auch als Ausgleich für das, was eingegriffen werden musste in den Waldbestand. Und da werden wir jetzt bis Ende März hier noch weiter auf der Baustelle tätig sein und dann das hoffentlich zu einem guten Abschluss bringen. Wir stehen jetzt am Eingang des neuen Nebenarms. Unser Nebenarm ist ca. 600 Meter lang, 30 Meter breit und wird zukünftig ca. 50 Kubikmeter Wasser aufnehmen. Der Abfluss der Isar teilt sich in den Hauptarm mit ca. 100 Kubikmeter und in den Nebenarm mit ca. 50 Kubikmeter. Und stellt einen besonderen Lebensraum dar, den es an der unteren Isar kaum mehr gibt, weil dort die Isar immer eingesperrt ist und eingezwängt ist in einen Lauf. Und hier kann sich die Isar wieder einen zweiten Lauf quasi leisten.